So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order AFD Edition. So. Man sollte auf diese Weise sterben. Echt mal. Blöde AFD-Schweine. So, wir machen die jetzt kalt. Aber erstmal aufs Tor gehen. Muster. Muster 1952. Okay. Huch. Habe ich ein bisschen mehr Lärm gemacht, als ich eigentlich wollte. Alter, nein, ich will das hier. Verreckt doch, ihr Schweine. Das sind ja noch mehr von euch. Ich brauche Munition. Habt ihr was? Alter! Ist gut, ich hab's begriffen, ihr mögt mich nicht. Ich euch auch nicht. Scheiße, nachladen. Blöde AfD-Schweine. Das sind Gesindel. Erschießen Leute, die sich nicht wehren können. Ja. So ist die AfD halt drauf. Was willst du machen? Erstmal Munition stacken hier. Für das Messer. Alter, ist gut. Dem fehlt ein Stück. Hey, wo ist deine Waffe? Ich will Munition. Alter, was für Schweine. Was für Schweine. Oh, Heilung, Dankeschön. Was für Schweine sind das? Munition ist knapp bemessen gerade. Da geht's nicht lang. Ich habe noch keine Ahnung, wo es lang geht. War ich hier schon? Alter. Ich sag's euch nur im Guten, wählt nicht die AfD. Hier war ich schon einmal. Aufschließen, so ein Scheiß. Ui, hocherotisch. Das weniger. Okay. Ich könnte hier echt ein bisschen mehr Money gebrauchen. Danke. Komm, sage ich's. Schrotflintenpatronen. Nice. Schrotflinte. Das sieht nice aus. Nehmen wir mal. Das sind Schweine. Wir gehen außen rum. Hab ich dich gefunden? Das ist dann doch besser. Ne? Danke. Verstanden. So, noch jemand? Danke. Ist hier noch jemand, der Ärger will? Ne? Gut. Erstmal umschauen. Ah, Muni, danke. Und Rüstung nehme ich auch gerne mit. Okay. Wohin geht's hier? Geht nirgends. Okay. Das frage ich mich auch, wie ich entkommen konnte. Oh, nice. Prima. Da wollte ich zwar noch gar nicht hin, aber ich nehme es dankend an.
Schön in die Eier. Noch jemand? Oder warst das nur du? Oh fuck, wo kommt ihr her? Oh fuck. Diese Schweine. Headshot. Was? Der lebt noch? Ich hab dem noch einen Headshot verpasst. Wie kann der das überleben? Ihr habt das nicht zu überleben, wenn ich euch Headshots verpasse. Ja? Möchte ich mal ganz kurz klarstellen. So. Hier ging noch eine Treppe rauf, gell? Kann die Muni mitnehmen. Ah, hi, Saibi, schön, dass du wieder da bist. Hab Like und ein Video geteilt. Ach, das ist aber nett von dir. Danke, Saibi. Schön, dass du da bist. Sorry, war gerade abgelenkt. So, Treppe hoch. Geht nicht, wa? Okay, nein. Also hier. Hier ist Feuer. Hier geht die Party ab. Oh, Heilung. Halt, wo war die Heilung? Ich habe gerade Heilung gehabt. Ah, hier. Nehme ich mit. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Okay. Ja, Wolfenstein ist ein geiles Game. Das stimmt. Okay, gehen wir mal runter. Gut. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Oder ist hier noch was? Nee, hier kann Munition dran. Ja! So. Heilung nehme ich auch mit. Verreckt ihr Drecksdinger. Blöden AfD-Idioten. Da bist du. Noch jemand? Ah ne, da hinten sind noch ein paar. Lebt er noch? Du lebst noch? Was, du lebst ja auch noch? Verreck doch. Immer diese AfD-Trottel. Oh, Handgranaten. Oh, fuck. Das wollte ich, dankeschön. Noch eins? Viele von euch leben hier noch. Oh fuck, da ist ja nochmal eins. Au. Oh scheiße, jetzt habe ich Probleme. Puh, das war knapp. Ich habe fast die Muni ausgegangen. 11 Kugeln habe ich noch. Erstmal Muni snacken, bevor wir weitermachen. Anja, ich werde sie retten. Ah, ich wollte eigentlich noch die Muni aufsnacken, aber egal. Ich halte für die Zwischensequenz meine Klappe. Blaskovich, Ranger, Army,
USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Im halt. Dienst von General Strasse persönlich. Halt die Fresse, AfD-Arsch. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Ich weiß, was dir gleich droht, nämlich eine Arschgeige. Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. So. Mit was kann ich dich jetzt verprügeln? Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde. Oh, das sieht doch nice aus. Sie haben mein Wort. Spritzschutz benötigt. Okay, dann gucken wir mal. Also, du siehst genauso hässlich aus, wie du dumm bist. Okay. Was haben wir hier Schönes? Ich brauche einen Spritzschutz. Vermutlich in der Tür. Ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen! Sag mal, was verstehst du an Halt die Fresse nicht? Was ist daran so schwer zu verstehen? Meine Fresse. Unglaublich. Was brauche ich denn noch? Spritzschutz habe ich doch. Geil, Gesundheitsverbesserung gefunden. Mir fehlt noch so eine Brille. Wo kriege ich die denn her? Kriege ich die Brille her? Ich muss doch hier irgendwo rum, die... Ah, guck mal. Verstehst du nicht? Du verfluchter Irre! Du hast doch keine Chance! Warum hörst du nicht, du Schwachkopf?
wie gerne ich mal reinschlagen würde. Schade, dass das Spiel nicht zulässt. Okay. Oh, ein Brief. Briefe. Okay, kann ich gerade nicht lesen, oder? Ah, doch. Wen es interessiert, ihr könnt es euch gern durchlesen. Ich werde das nicht alles durchlesen. So. Nur zu dir, Drecksack. Sie sind ein gottverdammter Ärger, verfluchter Mal! Ach, halt die Fresse, du Wichser! Dankeschön! Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Was sollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade. Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Brezgovic. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr, denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem und schütze uns vor dem Sturm. Sie meine Hand. Ich mag den Opa. Maße, nicht sicher. Sie töten die Soldaten. Hier, ich bleibe beim Wagen. Nein, unten bleiben. Wir, Martin, hier, auf Sie. Töten Sie alle. Damit kann ich leben. Aber ein bisschen mehr Munition hätte er mir mitgeben können. Schweine, euch mit meinen Freunden anzulegen. Wir haben wertvolle Fracht und müssen einen Zug erwischen. Echt mal, ihr Schweine. Los, erschießen Sie sie! Ja, ja, ich bin unterwegs. Mach mal keinen Stress, Opa. So. Pass mal durch die Abwasserkanalisation. Ich hab keine Pistole? What the fuck? Warum habe ich keine Pistole? Lass mal hier lang. Wir versuchen das natürlich. Ach, Pistole. Mit Schalldämpfer. Sowas liebe ich. Damit kann ich arbeiten. So. Ich versuche das natürlich leisiger zu machen. Also Stealth-mäßig. Ich weiß aber 100% meine Stealth-Künste, die kann man in die Tonne.
in die Tonne treten. Deswegen wird es nicht lange dauern, bis die uns entdecken. Dankeschön. So. Ich will dein Helm, deine Rüstung. Ah, nicht, Schwachmat. Okay. Okay, wir gehen hinten lang. Gut, dass du mich nicht gesehen hast. Bei meinem Glück wäre das durchaus plausibel gewesen. Siehst du mich? Nö. Du bist tot. Einer erledigt, bleiben noch tausend andere. Ich finde die Wettereffekte auch geil gemacht bei dem Spiel. Das gesamte Spiel gefällt mir auch grafisch, ist es echt gut. Da hinten sind Melonen und Munition. Und Gesundheit und Rüstung und her damit. Der Zeichner gehört erschossen. Oh fuck. Einer tot. Da warte ich lieber, bis er stillsteht. Vielleicht ein bisschen näher ranrücken. So, wo ist er? Der war doch gerade noch hier. So, nachladen. Da bist du. Komm her. Komm her. Putti, putti, put, put. Ich weiß, du willst es doch. Erwischt, oder? Ich hoffe es doch. Dass ich ihn erwischt habe. Vermutlich kommt gleich der nächste um die Ecke und sieht mich. Alles ruhig bisher. Danke. Messer nehmen wir auch gerne mit. Auch Munition ist bei mir immer gern gesehen, weil ich die auch gerne verballer. Schießen habe ich es leider nicht so. Danke. Da ist der böse Affe mir immer einen Schritt voraus beim Schießen. Aber ich gebe mein Möglichstes, das hier soweit zu schaffen, ohne entdeckt zu werden. So. Die können zumindest keine Alarme schlagen. Das ohne entdeckt zu werden. Super. Ich bin ja fast begeistert von mir. Aber auch nur fast. Die Munition nehme ich auch gerne mit. Dankeschön. Und eine Granate. Sonst noch irgendwas von Bedeutung? Heilung. So, gut. Lief doch besser als gedacht. Aber ein paar sind, glaube ich, noch da. Aber die sollten keine Probleme darstellen. Eigentlich. Da ist noch einer. Habe ich den erwischt? Zurück zum Wagen. Das war ja easy. Ich dachte, hier wären noch ein paar Hunde gewesen. Halt erstmal noch Munitionsnecken von den Idioten, die ich gekillt habe. Dankeschön. Hier ging es doch gerade noch hoch irgendwo, ne? Hier ist doch eine Leiter gewesen. Ja. Da oben habe ich auch noch einen gekillt.
Der hat sich ja auch noch Muni fallen lassen. Genau. Hab ich's doch gewusst. So. Ah, hier ist die Treppe. Gut. Zurück zum Wagen. Ey, zurück zum Wagen. Alter. Danke. Warum nicht gleich so? Was bist du denn für ein Soldat, Blazkowicz? Kommst nicht mal aus so einem scheiß Rohr raus. Guten Mann, Blazkowicz, festhalten! Ich halte. Shit, ich hätte die... Ist egal. Guter Schuss für eine Dame ihres Alters. Nicht schlecht, danke. Lebst auch noch. Moment, ich muss kurz nachladen. Dankeschön. Ist hier noch jemand? Nein, hier entkommt niemand. Niemand entkommt mir. Ich höre hier noch einen laufen. Was, du lebst doch? Ich hab dir doch gerade einen Headshot verpasst. Blöde AfD-Schweine, die überleben so viel. So, immer schön Muni mitnehmen. Und alles, was man sonst noch so findet. Gut, hier kommen wir nicht lang, wa? Hier war doch noch was. Dann nicht. Okay, hier kommen wir noch nicht lang. Hier ist auch zu. Essen brauchen wir gerade nicht. Wir sind gerade gesundheitsmäßig ganz gut dabei. Ein bisschen Rüstung wäre nice, aber... Man kann nicht alles haben, wa? Oh, Handgranate. Nice. So. Warum kann ich den Aufzug nicht benutzen? Muss ich die Treppen latschen? So ein Scheiß. Okay. Muss ich darüber? Okay. Und durch den Regen. Hoffentlich werde ich nicht zu nass. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier Feines? Ach, Aufzug. Gott sei Dank. Nicht wieder Treppen laufen. Was, ein Terrorist? Wo? Ich sehe keine Terroristen. Ich sehe keine Terroristen. Tust du das? Okay, jetzt wäre Heilung schon ein bisschen angebracht, wa? Danke. Immer diese AfD-Schweine. Die sind noch überall. Schön, dass du immer deine Kugeln anschaust, Blazko. Wohin muss ich eigentlich? Ist das der richtige Weg? Nö. Geil. So kann man es auch machen. Was mache ich hier? Keine Ahnung. Wohin muss ich eigentlich? Hallo? Weg? Irgendwo? Hier? Ich bin
Ja, ich hab sonst hier runter marschiert, oder? Hier muss doch einen Weg geben. Warum genau bin ich jetzt hier runter? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich bin hier falsch. Aber einen anderen Weg gibt es doch auch nicht, oder? So lange her, dass ich das Spiel gespielt habe, anscheinend verlaufe ich mich. Hier ist der Eingang. Hier gibt es sonst keinen Weg. Hier können wir nicht lang. Ah, gucke mal. Sehr gut. Kurz geschlossen. Das auch nur einfach in echt gehen würde. Gut, Waffe funktioniert. Es fehlt ein bisschen die Aufzugsmusik, oder? Jeder gute Aufzug hat eine Aufzugsmusik. So, lass mich raus. Danke. What the fuck? Alter. Alter. Wo kommst du denn her? Ich will das doch leise machen. Ich meine, ich wusste von Anfang an, dass ich das vergessen kann, aber hey. Muss nicht dich übertreiben. Erstmal hier gucken. Rüstung, dankeschön. Achtung, Schimmel. Meinen die von ihren Köpfen, oder? Ah, nice. Ich liebe Rüstung. Das Beste in diesem Spiel, Rüstung. Rüstung und Leben. Und Waffen. Waffen, um diesen AfD-Idioten eine Kugel in den Schädel zu ballern. Hallo? Leiter? Oh, fuck. Schwein gehabt, scheiße. Leitern sind mein Tod. Easy. Bin ich jetzt da, wo ich denke, dass ich bin? What the fuck? Ich bin verwirrt. Wie kann ich mich bei Wolfenstein verlaufen? Wolfenstein ist ein lineares Spiel. Oh Gott, ey, ist das peinlich. Entschuldigung. Oh Gott. Wie bin ich hier eigentlich wieder hingekommen? Hallo? Scheiße. Oh Gott, ist das dämlich. Scheiße. Ich hab's allen erstes geschafft, mich bei Wolfenstein zu verlaufen. What the fuck? Jetzt bin ich wieder hier. So ein Dreck?
möchte mal kurz anmerken, dass die Tür verdammt schlecht gelegt ist. Okay. So blöd habe ich mich bei Wolfenstein noch nie angestellt. Okay, wir kommen von hier. Ja, Achtung, Pimmel, ist klar. Da geht's nicht rein. Und sonst hast du hier doch auch keinen Weg. Von hier kommen wir nämlich. Hallo? Bin ich gerade blöd oder stelle ich mich nur so blöd an? Wie kann man sich bei Wolfenstein verlaufen? Wie ist das möglich? Warum finde ich den Weg nicht? Ist hier noch ein Weg, den ich übersehen habe? Ja, nee. Aber wenn ich hier runter gehe, dann lande ich doch wieder da. Hä? Haben die Wolfenstein verändert, seit ich das letzte Mal gezockt habe? Ich bin offiziell verwirrt. Will ich zum falschen Turm rein? Ist das möglich? Wir gehen nochmal zurück. Ich habe mich noch nie bei Wolfenstein verlaufen. Das ist ein lineares Spiel. Wie kann man sich da verlaufen? Gut, Blaskowitsch, dass du auch immer checkst, dass du noch eine Kugel im Lauf hast. Ich glaube, es verwirrt mich, dass der Aufzug keine Fahrstuhlmusik hat. Deswegen habe ich mich verlaufen. Daran wird es liegen. Genau. Nur daran. So. Hi, Opa. Öffnen auf der anderen Seite. What? Okay. Ist mir gerade echt peinlich, dass ich nicht weiß, wo es hingeht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Zugegeben, ich musste heute Morgen arbeiten und bin ein bisschen müde, ja, aber trotzdem. Dass man sich bei Wolfenstein verläuft? Das ist fast unmöglich. Wie müde bin ich denn? Also, ja. Also, willkommen beim Profi, möchte ich mal so sagen. Ah, geil. Ausgang Turm 2. Okay. So. Jetzt hier lang. Hoch geht's nicht, ne? Ich muss also runter. Genau, so war es geplant.
Puh. Ernsthaft? War ich die ganze... Was ist los bei Wolfenstein? Warum passiert mir das andauernd? Fuck, jetzt war ich die ganze Zeit über wieder still. So ein Scheiß aber auch. Ich hab doch meine... Oh Gott, ich darf nicht aufnehmen, wenn ich müde bin. Entschuldigung, Leute. Ich laber die ganze Zeit wieder einen Scheißdreck und niemand hört mich. Oh Gott, ich bin so dumm. Ich darf echt nicht aufnehmen, wenn ich müde bin. Vor allem war ich mir sicher, den Tod eingeschaltet zu haben. So ein Schreckdreck aber auch. Ach ey, so ein Scheiß. Warum passiert mir das andauernd? So, was verlaufe ich mich? Und das in einem linearen Game. Den Schalter einfach. Dankeschön. Achso, das war einfach. Oh, okay. Ups. Dankeschön. So, war's das? Gut, hoch mit dem Aufzug. Na los. So. Ach, hier bin ich ein Volldepp. Warum passiert? Das ist jetzt meine zweite Wolfenstein-Folge und zweimal ist es mir passiert. Und ich weiß nicht wie, weil ich mir sicher bin, ich hab mein scheiß Mikro wieder eingeschaltet. Also, ja. Mir fällt dazu schon nichts mehr ein. Das ist. Ich bin vollkommener Profi. Ich hoffe, ihr habt's bemerkt. Okay, Aufzug, Aufzug, Aufzug? Wo Aufzug? Hier Aufzug?
Irgendein Aufzug? Muss ich irgendwo da hoch? Ja, ich muss da hoch. Okay. So, danke. Munition habe ich ausnahmsweise mal voll. So. Danke. Warum du nicht bemerkt hast, dass da einer deiner Kumpels liegt? Danke. Ich meine, ihr macht es mir gerade echt einfach. Typische AfD-Idioten. Oh, Rüstung nehme ich mit. Dankeschön. Auch da sage ich nicht nein. So. Ja, fahrt mal ohne mich weiter. Passt schon. Mann, das hat aber weit gekommen. Leck mich am Arsch. Die Straße ist nicht sicher. Regie, Leute, erschießen Sie sie. Wir warten hier. Ja, passt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich merke, ich bin einfach zu müde, denn mir passieren dauernd so Sachen wie ich verlaufe mich, ich vergesse mein Mikro anzuschalten und laber ohne, dass ich es bemerke, dass es kein Schwein hört. Oh Gott. Ich hoffe allen Ernstes, die dritte Folge von Wolfenstein wird besser. Ich entschuldige mich hierfür, hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich bin ein Vollidiot und ich weiß es. Und ja. Ja. Was soll ich machen? Ich bin kein Profi, wenn ihr Profi sehen wollt. Wenn ihr Profi sehen wollt, schaut jemand anderem zu, aber nicht mir. Ach Gott. Wie gesagt, wenn es euch trotzdem gefallen hat, ein Däumchen ist ein Träumchen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Zaragoza. Tschüssi.